Wenn wir über den Niedergang des antiken Rom lesen, lesen wir oft, dass nach dem Fall des Weströmischen Reich das dunkle Zeitalter in Italien und in Rom beginnen würde. Wir werden dazu verleitet zu glauben, dass die prächtige Stadt, die Rom gewesen war und bis zu einem gewissen Grad im Jahr 476 nach Christus immer noch war, nun mit dem Zusammenbruch des Westreiches zu verblassen begann. Aber ich hoffe, ich kann Ihnen in diesem Video, liebe Freunde der römischen Geschichte, zeigen, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Im letzten Video zu diesem Thema sprach ich über den Zustand der Stadt im Jahr 476 nach Christus und zeigte, dass das äußere Erscheinungsbild der Stadt tatsächlich sogar noch im Jahr 476 nach Christus vollständig intakt war. Die drei Plünderungen der Stadt im 5. Jahrhundert haben, wie sich herausstellt, das Gefüge von Rom selbst nicht beschädigt. Die erste Plünderung Rom durch die Westgoten im Jahr 410, dann die zweite gründlichere im Jahr 455 durch den ziemlich unbekannten Überfall, als der böse Magister Militum Ricimer und seine germanischen Soldaten die Stadt im Jahr 472 nach Christus plünderten. Alle diese drei Plünderungen haben tatsächlich wenig bis gar keinen Schaden an den Gebäuden selbst verursacht, wie ich in meinem zweiten Video auf diesem Kanal diskutiert habe. Der größte Teil des Schadens wurde der Bevölkerung zugefügt, und dies ist der Zeitpunkt, an dem die Bevölkerung Rom stark zu schrumpfen begann. Hatte die Stadt im Jahr 400 noch rund 500.000 Einwohner, so war die Bevölkerung bis zum Jahr 476 auf nur noch rund 150.000 gesunken. Auch hatten die Plünderungen die Stadt ihrer meisten Reichtümer beraubt. Während die öffentlichen Denkmäler des Forums, die Amphitheater und Tempel im Jahr 476 noch intakt waren, erzählte das Innere eine andere Geschichte, da viele der wertvollen Statuen, vergoldeten Ornamente und anderen Wertsachen zuerst von Konstantin, dann von den Westgoten, den Vandalen und sogar von Ricimers germanischen Soldaten weggetragen worden waren. In diesem Video habe ich auch argumentiert, dass die Abdankung des letzten weströmischen Kaisers, Romulus Augustulus, tatsächlich keinen Einfluss auf die Stadt Rom selbst hatte. An diesem schicksalhaften Tag im Jahr 476 hätten sie in der Stadt Rom nichts Veränderndes beobachten können. Aber was passierte mit Rom, nachdem das westliche Reich nun aufgehört hatte zu existieren? Was geschah mit Rom im neuen Reich von Odoaker, das offiziell noch Teil des östlichen Römischen Reiches war, aber de facto als quasi unabhängiges Königreich regiert wurde? Und was geschah später mit Rom unter dem Königreich von Dietrich? Nun, Sie könnten erstaunt sein zu erfahren, dass entgegen dem, was häufig in einer meist zu vereinfachten Form zu diesem Thema geschrieben wird, die dunklen Zeiten in Rom zu dieser Zeit noch nicht begonnen hatten. Tatsächlich erlebte Rom eine Periode der Stabilität und blühte sogar unter dem Königreich von Dietrich auf. Wir werden sehen, dass viele der öffentlichen Gebäude restauriert wurden und die germanischen Könige die römischen Institutionen wie den Senat nicht nur respektierten, sondern Rom sogar so regieren ließen, wie es zur Zeit der westlichen Kaiser war. Als der germanische Häuptling Odoaker Romulus Augustus am 23. August 476 absetzte, nahm der germanische Häuptling seinen Wohnsitz in Ravenna und ließ den römischen Senat seine üblichen Angelegenheiten ungehindert fortsetzen. Wir sind erstaunt zu sehen, dass dieser germanische König alle alten römischen Institutionen vollständig intakt ließ. Er plünderte oder verwüstete Rom in keiner Weise, noch fügte er der Bevölkerung von Rom irgendeinen Schaden zu. Noch mehr, der Senat würde sich weiterhin ungehindert in Rom versammeln, wie zu Zeiten des westlichen Reiches. Das AMT des Praefectus Urbi von Rom, des Stadtpräfekten, ein altes AMT, das bis in die Zeit vor der Römischen Republik zurückreicht, war immer noch besetzt. Der Stadtpräfekt sorgte für Ordnung in der Stadt, fungierte als eine Art Bürgermeister der Stadt, hatte die Aufsicht über die Beamten, die für die Entwässerung des Tiber und die Instandhaltung der städtischen Kanalisation zuständig waren, sowie über die öffentlichen Gebäude und Denkmäler, und war auch für die Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Getreide zuständig. Es ist bemerkenswert,
dass sich im Jahr 476, noch im Jahr 480, noch in den folgenden Jahrzehnten überhaupt nichts geändert hat. Die Stadt Rom würde so weitermachen, als ob nichts passiert wäre. Wir werden jedoch sehen, dass dieses AMT ab 537 nach Christus immer seltener besetzt werden würde, bis es um das Jahr 600 nach Christus vollständig verschwinden würde. Konsuln würden auch weiterhin nominiert werden. Obwohl dieses hohe AMT längst aufgehört hatte, irgendeine wirkliche Macht auszuüben, wurde es im späteren Reich immer noch als große Ehre angesehen. Wir stellen fest, dass auch hier die Konsuln von Odoaker in Rom sogar nach 476 weiterhin ernannt wurden, als ob sich nichts geändert hätte. Der letzte Konsul des Westens war Decius Paulinus im Jahr 534. Wir können annehmen, dass sich die Stadt Rom während der Herrschaft von Odoaker von 476 bis 493 nicht viel verändert hat. Nach dem Tod des Vandalenkönigs Geiserich ergriff Odoaker die Gelegenheit und eroberte 477 Sizilien zurück. Und im Jahr 480 nach dem Tod von Julius Nepos annektierte er Dalmatien für sein Königreich. Im Jahr 488 dann suchte der oströmische Kaiser Zeno, der wahrscheinlich erkannt hatte, dass Italien nur dem Namen nach Teil des Reiches war, das Regime von Odoaker zu beenden. Zu diesem Zweck ernannte er die Ostgoten unter ihrem König Dietrich zu Föderati und versprach Dietrich, Italien als Vertreter des Kaisers zu regieren. Nach einem ziemlich langen Krieg ging Dietrich 493 als Sieger hervor und tötete Odoaker mit seinen eigenen Händen. Und Dietrich würde die Politik von Odoaker fortsetzen, die römischen Bräuche und Traditionen unverändert zu lassen und die Stadt Rom den Römern zu überlassen, da er selbst wie Odoaker in Ravenna residieren würde. Was ist dann mit Rom? Wie war der Zustand der Stadt zu dieser Zeit und wie lebten die Menschen? Nach aktuellen Schätzungen hatte die Stadt Rom in dieser Zeit zwischen 100.000 und 150.000 Einwohner, weit weniger als auf ihrem Höhepunkt von 1 Million Einwohnern während der Hochkaiserzeit bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts, aber immer noch bei weitem die größte Stadt im Westen. In Bezug auf die Religion war das alte Feuer des Heidentums zu dieser Zeit fast vollständig erloschen. Wir können annehmen, dass der Prozentsatz der Heiden, zumindest öffentlich, ziemlich niedrig gewesen sein muss. Die alten heidnischen Tempel waren nun schon seit über 100 Jahren geschlossen. Es wird jedoch erwähnt, dass wir zur Zeit Dietrichs noch das alte heidnische Fest der Lupercalia in Rom feiern konnten. Und natürlich würde es mein Herz erfreuen, liebe Freunde Rom, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, damit ihr in Zukunft keine Videos zu diesem und ähnlichen Themen verpasst. Zum Thema der Lupercalien können wir in Ferdinand Gregorovius' Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter lesen, dass das Heiligtum des Lupercal oder Pfanne, das älteste aller anderen in der Stadt Rom, eine dunkle Höhle am Fuße des Palatinhügels war, die eine Statue der legendären Wölfin enthielt, die laut Legende Romulus und Remus gesäugt hatte. Die Lupercalien hatten ihren Mittelpunkt in dieser Höhle. Es wurde jährlich am 15. Februar gefeiert, gefolgt von der Reinigung der Stadt von den Einflüssen böser Dämonen am 18. Die Luperci-Jugendliche, die zu den Festkollegien gehörten, entblößten sich an diesem Tag vor den Augen des Volkes ohne Scham und nur bedeckt durch eine Schürze aus den Häuten geopferter Ziegen, liefen sie mit Lederriemen in den Händen, mit denen sie Frauen auf die rechte Hand schlugen, um ihnen den Segen der Fruchtbarkeit zu geben, durch die Straßen vom Lupercal. Die Verbundenheit der Römer mit diesen ältesten nationalen Bräuchen war so groß, dass sie sich sogar als Christen weigerten, sie aufzugeben. So können wir sehen, dass obwohl das Christentum die alten heidnischen Riten abgeschafft hatte, der Heidentum so tief in den Bürgern Rom verwurzelt war, dass wir dieses heidnische Fest der Lupercalia noch bis in die frühen 500 Jahre in Rom beobachten konnten. Im Jahr 500 besuchte Dietrich, der König der Ostgoten, Rom.
Der römische Staatsmann Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, allgemein bekannt als Cassiodorus, schrieb über Dietrichs Gesetze, die Denkmäler Rom und was zu dieser Zeit geschah, damit wir uns den Zustand der Stadt in den frühen 500 Jahren vorstellen können. Als Dietrich in Rom ankam, schrieb Cassiodorus, er sei wie ein zweiter Trajan begrüßt worden. Er bezog seine Residenz im alten Palast der Cäsaren auf dem Palatinhügel, der zu dieser Zeit noch vollständig intakt war, obwohl er im Inneren während der drei Plünderungen des 5. Jahrhundert die meisten seiner Wertsachen verloren hatte. Wenn sie im Jahr 500 im Forum Romnum gestanden hätten, während Dietrich dort war, hätten sie den König in der Curia Julia, dem Senatsgebäude, gesehen, wo viele Senatoren und unter ihnen der Senator Boetius dem König einen Stammbaum überreicht hätten. Sie hätten eine Rede von Dietrich miterlebt, in der er schwor, die Gesetze der alten Kaiser einzuhalten und keine römischen Bräuche zu ändern. Tatsächlich würde Dietrich wie Majorian etwa 40 Jahre zuvor Gesetze erlassen, um jede Zerstörung öffentlicher Gebäude in seinem gesamten Reich zu bestrafen und das Sammeln von Spolien zu verhindern, eine Praxis, bei der alte Gebäude oder Statuen aus der Kaiserzeit geplündert wurden, um Baumaterial für den Bau neuer Gebäude wie Kirchen oder Privatwohnungen zu gewinnen. Wenn wir heute auf Rom zurückblicken und uns fragen, wie Rom von diesem zu diesem Zustand transformiert wurde, geben wir den germanischen Eindringlingen ungerechterweise die volle Schuld für den angerichteten Schaden. Dietrich beweist jedoch, dass diese Barbaren genau das zu schützen suchten, was die Römer selbst nicht schützen wollten. Dietrich beauftragte daher die Vigiles, die antiken Feuerwehrleute Rom tagsüber und nachts die Straßen zu patrouillieren und besonders auf die antiken Gebäude und Statuen zu achten, mit dem Befehl, jeden Plünderer daran zu hindern, ihnen Schaden zuzufügen. Die Goten, die den alten Glanz Rom mit größtem Eifer bewahren, eine weitere faszinierende, unerwartete Geschichte, wie sie nur die Geschichte schreiben kann. Wir werden in zukünftigen Videos sehen, dass tatsächlich bei weitem der größte Schaden an den alten prächtigen Denkmälern von den Römern selbst verursacht wurde, mit einer immer größer werdenden Missachtung für die Schönheit der Antike. Und diese Praxis des Plünderns von Baumaterial, Spolia genannt, durchgeführt von den Römern selbst, die in ihrer völligen Degeneration kein Gefühl von Ehrfurcht und Wunder für die alten Denkmäler ihrer eigenen Vorfahren mehr hatten, würde das sein, was das Gefüge der alten Stadt im folgenden Jahrhundert immer schneller zerstörte. Die Schriften von Cassiodorus sind eine wahre Schatzkammer an Informationen über den Zustand der Stadt im frühen 6. Jahrhundert. Was hätten sie also zum Beispiel im Jahr 500 oder sogar so spät wie 536 gesehen, wenn sie durch die Straßen Rom gegangen wären? Die vielen Plünderungen, die die Stadt ertragen musste, die Raubzüge von Konstantin, ja Freunde. Konstantin beraubte Rom vieler Statuen und anderer Wertsachen, um sie in sein Nova Rom im Osten zu bringen. Die Raubzüge der Westgoten, die Plünderungen der Vandalen, der Sack von Ritima, all dies hatte es nicht geschafft, die Stadt von den Tausenden und Tausenden von Statuen zu entleeren, die Rom geschmückt hatten. Wenn wir im Forum stehen würden, wären wir erstaunt zu sehen, dass sogar so spät wie 536, kurz bevor Belisar in die Stadt einziehen und das Desaster der Gotenkriege beginnen würde, das Forum Romnum noch absolut intakt war, obwohl die Farbe der Malerei bereits verblasst sein muss und einige der Statuen wahrscheinlich bereits zu bröckeln begonnen hatten. Dennoch hätten sie den Tempel des Divus Julius, den Tempel des Saturn, das Tabularium, sie hätten den Tempel von Pollux und Castor, die Curia Julia, die Rostra Augusti gesehen, zu den Seiten hätten sie die Basilica Julia und die Basilica Emilia gesehen, alle noch intakt. Die gigantische Basilika des Maxentius, eines der letzten Gebäude der antiken Statue, das um 320 nach Christus im Forum fertiggestellt wurde, würde noch vollständig intakt stehen und seine Besucher mit seinen riesigen Hallen und der Schau der alten kaiserlichen Macht in Erstaunen versetzen.
Der riesige Tempel der Venus und Rom, der von Hadrian erbaut wurde, würde aufrecht und von außen unbeschädigt stehen. Da jedoch die heidnischen Kulte in Rom von Theodosius nach seinem Sieg am Fluss Frigidus im Jahr 394 abgeschafft wurden, war der Tempel innen kahl und verlassen. Der Koloss würde immer noch in der Nähe des Amphitheatrum Flavium stehen, das selbst auch vollständig intakt war, jedoch würden natürlich keine Gladiatorenspiele mehr abgehalten. Die letzten Spiele dieser Art fanden 403 statt, über 100 Jahre zuvor. Das Amphitheatrum Flavium trägt heute den Namen des Kolosses, der in der Nähe stand. Dennoch war es vollständig intakt und die Spolia hatten hier noch nicht begonnen. Tatsächlich wurde es erst 508 unter dem Präfektus Urbi Decius Marius Venantius Basilius restauriert, nachdem es durch ein Erdbeben beschädigt worden war. Obwohl die Gladiatorenspiele bereits über 100 Jahre zuvor abgeschafft worden waren, konnten wir immer noch gelegentlich Tierjagden beobachten, da die Venatoris, die Tierjäger, bei einigen Gelegenheiten immer noch wilde Tiere in der Arena bekämpften. Zum Beispiel im Jahr 519, als Euterich, der Schwiegersohn von Dietrich, mit großem Pomp nach Rom kam, um sein Konsulat zu feiern, gab er den Menschen in Rom Pfanäem et Circenses wie in alten Zeiten. Und wir hätten wilde und exotische Tiere aus Afrika gesehen, die von den armen Venatoris gejagt wurden, die oft das blutige Spektakel nicht überlebten. Wir können sehen, dass die alten Traditionen Rom nicht leichtfertig aufgegeben wurden. Wenn man zurück zum Forum blickt, würde man immer noch den Tempel des Jupiter Optimus Maximus über allen anderen aufragen sehen, wie eine ständige Erinnerung an die heidnischen Tage, die die Römer verspottet, dass das Aufgeben der alten Glaubensvorstellungen Unheil über sie gebracht hat. Wir sind ziemlich erstaunt, Cassiodorus über eine sehr große Anzahl von Statuen, insbesondere Reiterstatuen, sprechen zu hören, die trotz der degenerierten und verarmten Bevölkerung, die ihr Bestes versucht, diese Statuen heimlich als Baumaterial zu plündern, immer noch viele Orte in der Stadt schmücken. Dennoch würden die Vigiles den größten Schaden verhindern, sodass der Glanz Rom immer noch wie ein strahlendes Licht inmitten der immer größer werdenden Dunkelheit erstrahlen würde, die bald auch Italien erreichen würde. Wir können über Dietrichs Bewunderung für Rom lesen. Rom ist ein einziges Wunder. Unter Dietrichs Herrschaft würde der Praefectus Urbi sogar beschädigte Gebäude reparieren und in dieser Zeit wurden die Aurelianischen Mauern repariert und restauriert. Die gleiche Sorgfalt wurde den alten Aquädukten zuteil, die die Stadt seit Hunderten von Jahren mit frischem Wasser versorgt hatten. So spät wie 536 würden sie daher noch alle Aquädukte intakt finden und die öffentlichen Bäder würden noch funktionieren. Die riesigen Bäder von Diokletian, von Caracalla, von Konstantin, sie wären offen und in Betrieb. Und obwohl sie wie die anderen Gebäude B den Plünderungen um einige Statuen und Schmuckstücke beraubt wurden, würden sie von den Römern regelmäßig besucht. Würden wir weiter durch die Stadt zum Theater von Pompeji spazieren, hätten wir es noch unverändert stehen sehen, seit über 500 Jahren. Es wurde unter Honorius im Jahr 403 und dann wieder unter Dietrich restauriert. Der Senator Quintus Aurelius Symmachus wurde vom König der Goten beauftragt, das alte Amphitheater zu restaurieren. Dieses alte Gebäude muss ziemlich beeindruckend gewesen sein, wie Cassiodorus ausrief, als er es beschrieb: Wenn man weiter zum Fuß des Palatinischen Hügels gegangen wäre, hätte man den alten Palast der Cäsaren noch intakt gesehen, da Dietrich jährlich 200 Pfund Gold für seine Restaurierung und Pflege bereitgestellt hatte. Dietrich selbst residierte in dem alten Palast, während er in Rom war, und wir würden den alten Palast der Caesars noch bis in die frühen 570 Jahre hinein genutzt sehen, als Narses selbst nach dem Sieg über die Goten, die alten Denkmäler geschützt hatten, in diesem alten riesigen Gebäude seinen Wohnsitz nehmen würde.
Allerdings muss das Innere des alten Palastes größtenteils karg und ohne jeglichen prunkvollen Schmuck gewesen sein. Man hätte den Circus Maximus intakt gefunden, obwohl das Alter bereits zu sehen begann. Wir können in Gregorovius' Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter lesen, dass sie nicht von den römischen Bürgern jener Zeit besetzt werden konnte. Selbst das riesige Gebäude würde nicht ausreichen, um den Bedarf der Stadt während Trajans Spielen zu decken. Kein Römer hätte geglaubt, dass eine Zeit kommen würde, in der der Zirkus für die gesamte Bevölkerung Rom zu groß geworden war. Ja, wo das gesamte Volk dieser Stadt bequem auf dem vierten Teil der Sitze Platz nehmen könnte. Es war um das Jahr 500 herum, dass einige der Marmorsitze bereits verfallen waren, einige Teile des Portikus beschädigt waren, die Geschäfte draußen leer und verlassen standen und von den Statuen, die Septimius Severus einst dort aufgestellt hatte, die Vandalen wahrscheinlich viele weggeschleppt hatten und andere verstümmelt in den Buden standen. Der Zirkus war alt und verwittert und die gesamte gigantische Struktur, abgenutzt durch Jahrhunderte der Nutzung, veränderte sich in ihrem Charakter in Farbe und Erscheinungsbild des Alters, ähnlich den nahegelegenen kaiserlichen Palästen, von denen er nur durch eine Straße getrennt war. Aber er wurde immer noch voll genutzt. Selbst so spät wie 536, kurz bevor die Gotenkriege Rom in Dunkelheit stürzen würden, hätten sie Wagenrennen im alten Circus Maximus sehen können. Tatsächlich gab es einen häufigen Austausch von Wagenrennen zwischen Konstantinopel und Rom, da manchmal Wagenlenker von einem Team aus Konstantinopel nach Rom fliehen mussten, wenn die Spiele zu hitzig wurden, wie es oft im Hippodrom der Stadt Konstantin war. Die letzten Wagenrennen im Circus Maximus würden 549 von Totila abgehalten, aber das ist eine Geschichte für eine andere Zeit. Wenn sie weiter zum prächtigen Forum Traianum, dem Forum von Trajan, spaziert wären, hätten sie es vollkommen intakt vorgefunden. Cassiodor schreibt begeistert: Das Forum von Trajan ist ein Wunder, egal wie lange man es bewundert, und wer das erhabene Kapitol erklimmt, wird ein Werk sehen, das über das menschliche Genie hinausgeht. So hätten wir mit völliger Ungläubigkeit und Faszination fast alle alten Denkmäler Rom noch Jahrzehnte nach dem vermeintlichen Fall des Weströmischen Reichs stehen sehen. Dies war der Zustand der Stadt Rom im frühen 6. Jahrhundert, und wir können annehmen, dass dies auch der Zustand der Stadt war, als Belisar am 9. Dezember 536 in Rom einmarschierte. Während der Herrschaft von Dietrich, aber auch unter den ostgotischen Nachfolgekönigen von Dietrich, sahen wir, dass große Sorgfalt darauf verwendet wurde, nicht nur die alten gesellschaftlichen Strukturen, Riten und die römische Lebensweise zu erhalten, sondern auch die antiken Gebäude dieser zu jener Zeit noch sehr spektakulären Stadt zu bewahren. Als Belisar und seine oströmische Armee Rom betraten, begleitete der Historiker Procopius von Caesarea den oströmischen Magister Militum, und aus seinen Schriften erhalten wir weitere faszinierende Einblicke in den Zustand der Stadt zu dieser Zeit. Procopius schreibt zum Beispiel, dass er überrascht war, Menschen zu finden, die Vieh durch einige der Foren Rom trieben, und er gibt einen detaillierten Bericht über ein solches Ereignis. Dies ist ein faszinierender Bericht, der den völligen Kontrast aufzeigt, den wir zu dieser Zeit erlebt hätten, wo einige Teile der Stadt bereits vernachlässigt worden wären, da Dietrichs Restaurierungen sicherlich nicht auf die gesamte Stadt angewendet werden konnten, weil die Stadt so immens groß war, mit ihren 25 Quadratkilometern Fläche. Sie war zu dieser Zeit immer noch die größte Stadt der Welt nach Fläche. Da die Bevölkerung jedoch, wie wir zuvor gehört haben, auf etwa 100.000 oder höchstens 150.000 Einwohner geschrumpft war,
hätten einige weiter außen liegende Bereiche der Stadt zu verfallen begonnen. Laut Prokopius scheint das Templum Pacis, der Tempel des Friedens, und die umliegende Gegend ein solcher Ort gewesen zu sein, durch den Vieh getrieben wurde. Prokopius beschreibt auch den Tempel des Jupiter Optimus Maximus und bemerkt, dass er nicht von den Schäden repariert wurde, die die Vandalen 81 Jahre zuvor verursacht hatten. Sie hatten den Tempel seines vergoldeten Daches beraubt, und seitdem stand der Tempel des Jupiter Optimus Maximus dort leer, kahl und ohne Dach. Prokopius beschreibt auch den Tempel des Janus am Fuße des Kapitolhügels, am Eingang zum Forum Romnum, und beschreibt, wie die Menschen versucht hatten, den Eingang aufzubrechen, da es während des Kaiserreichs eine alte Sitte war, den Tempel in Kriegszeiten zu öffnen und in Friedenszeiten zu schließen. Und da der Krieg nun mit dem Einzug der Oströmer auf Rom herabgekommen war, verlangten die alten Traditionen, dass die Tore geöffnet wurden. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir erstaunt gewesen wären, die Bevölkerung von Rom so spät wie 536 noch alte heidnische Bräuche praktizieren zu sehen, obwohl seit Konstantin 200 Jahre und seit der Abschaffung der heidnischen Riten durch Theodosius 140 Jahre vergangen waren. Alte Traditionen sterben nicht leicht. Prokopius beschreibt auch das Mausoleum von Hadrian als vollständig intakt. Später würde es zum Schauplatz einer hitzigen Schlacht zwischen den Römern und den Goten werden, wie wir in zukünftigen Videos über die Gotenkriege noch diskutieren werden. Hier würde das Licht Rom, das über 1000 Jahre hell geleuchtet hatte, endgültig erlöschen. Obwohl Prokopios eine negative Sicht auf die Römer hatte und ihnen vorwarf, ihre alten kriegerischen Werte aufgegeben und sich von den Goten beherrschen zu lassen, zeigt er manchmal noch Bewunderung für die Römer, wie er zum Beispiel schrieb: Die Römer lieben ihre Stadt mehr als alle Menschen, die wir kennen, und sie sind bestrebt, alle väterlichen Schätze zu schützen und zu bewahren, damit nichts von der väterlichen Herrlichkeit des alten Rom ausgelöscht wird. Denn obwohl sie lange Zeit unter barbarischer Herrschaft standen, bewahrten sie die Gebäude der Stadt und die meisten Verzierungen, soweit sie durch die hervorragende Handwerkskunst einen so langen Verfall und eine solche Vernachlässigung überstehen konnten. Dies stellt einen faszinierenden Kontrast zu den Berichten von Cassiodorus dar, in denen wir fanden, dass Dietrich die Praxis der Römer betrauert hatte, die zu solcher Degeneration herabgesunken waren, dass sie Statuen und Gebäude für die Plünderung von Baumaterialien beschädigen würden, und in denen große Sorgfalt darauf verwendet werden musste, die antiken Denkmäler vor den eigenen Bürgern zu schützen. Wir können davon ausgehen, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, wie es meistens der Fall ist. Eine weitere interessante Beschreibung von Prokopius ist seine detaillierte Darstellung des Schiffes von Aeneas, dem legendären Gründer Rom, der laut Legende vor der Zerstörung Trojas geflohen war und das Fundament für Rom gelegt hatte. Wir sind erstaunt, dieses Schiff von Aeneas vollständig intakt zu finden, als Prokopius nach dem 9. Dezember 536 in der Stadt war. Es ist also mit großer Überraschung und Faszination, zumindest für mich, und ich hoffe auch für Sie, liebe Freunde der römischen Geschichte, dass wir die Stadt Rom so spät wie 536 in einem überraschend guten äußeren Zustand vorfinden. Obwohl klar ist, dass die Bevölkerung seit dem Zenit von Rom Pracht vor etwa 200 Jahre geschrumpft ist, ist es immer noch unglaublich, Rom in einem solchen Ausmaß nach seinem vermeintlichen Fall erhalten zu sehen. Wir müssen also diesen Fall des Westens in Frage stellen, da die Flamme von Rom 476 nicht erloschen war und tatsächlich weiterhin leuchtete, nicht mehr ganz so hell, aber dennoch weitere 60 Jahre nach dem Ende des Westreiches sehr gut sichtbar. Ich werde noch viele weitere Videos über den Zustand der Stadt Rom von ihrem Zenit, als sie im Jahr 320 nach Christus ihre volle Ausdehnung erreichte, bis zum frühen Mittelalter im 7. Jahrhundert nach den katastrophalen Gotenkriegen machen. Wir werden auch die Stätten, Denkmäler, Bevölkerungsdichte und Topographie Rom während seiner Blütezeit analysieren, und wir werden sogar das alte Rom mit dem neuen Rom, der Nova Rom, der Stadt Konstantin im Osten vergleichen
und wie sich Konstantinopel im Laufe der Geschichte verändert hat, da wir das Oströmische Reich nicht vernachlässigen wollen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich auf dieser Reise begleiten würden, liebe Freunde Rom und benevole Amici.